Ich grüße euch hier aus diesem Geheimversteck aller Geheimverstecke. Ja, wir haben uns im letzten Part ordentlich zum Deppen gemacht. Vor allen Dingen, da seht ihr mal wieder, meine Einkaufsstrategie ist auch voll für den Arsch, wenn ich 22 Beleber habe, aber so wenig tränke. Ja, das ist alles nicht sonderlich gut. Das zeugt von keiner großartigen Großartigkeit. Weil es macht keinen Sinn, was ich da gerade für einen Scheiß gelabert habe. Aber meine Güte, immerhin Hypertränke, schön, dass wir das so wieder auffüllen. Meine, wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich mittlerweile wieder dazu verdient? Ja, gerade mal 9063, das ist nicht sonderlich viel. Ja, aber ich werde dieses 40er-Turnier wahrscheinlich das so oft wie möglich wiederholen. Weil da kriegt man nicht nur gute Erfahrungspunkte, sondern man verdient auch verdammt viel Geld. Also, Kryptoknecht, was hast du jetzt hier zu bieten? Absol und Farbigel. Absol ein weiteres Unlicht-Pokémon, das brauche ich glaube ich nicht erklären. Ich weiß jetzt nicht, ob da eins davon... Also wäre so ein Downer, wenn ich jetzt Farbigel fangen könnte. Okay, nee, das hebt sie sich auf, aber hat 5 Pokémon. Ich glaube, ihr spinnt doch. So, ja, machen wir es einfach mal so. Weil, wie gesagt, ich glaube, Farbigel ist vom Typ normal, das kannst du vergessen. Ja, auch so ein seltsames Pokémon. Ich meine, das Ding hat doch irgendwie einen Kunstkanal gehabt. Karls Kunst irgendwie bei Pokémon Channel. Welches ich übrigens nicht Let's Playen werde. Ich werde Pokémon Channel nur Let's Playen, wenn ihr mich dazu nötigt. Das Problem ist, es gibt ja da auch einigen Anime-Content, der wahrscheinlich sofort gestrikt wird von YouTube, auch wenn er mittlerweile 20 Jahre alt ist. So. Genug dazu. Schade, ich hätte mich jetzt so sehr gefreut drüber. Ja, Farbigel ist halt vom Typ normal. Es bleibt vom Typ normal, es ist vom Typ normal. Ich könnte kotzen, ich könnte kalte Kotzen kriegen. Ja, verabschieden wir uns erstmal wieder von Donphan. Ja, das wird wahrscheinlich was werden mit Level 45 in diesem... Oh! Ein altes, bekanntes. Ja, mal schauen, wie viel Damage das mittlerweile anrichten kann. So. Ja, das macht immerhin passablen Schaden. So, ich würde sagen, wir kümmern uns darum, dass Farbigel von weggefegt wird. Okay, das hätte auch so schon gereicht. Whatever. So, Tentoxa, das könnte jetzt hier doch ein Kandidat werden fürs Krypto. Nein, doch nicht. Aber eins müsste sie ja noch haben. Ja, aber es ist halt auch mal wieder hier so ein Wasser-Pokémon. So. Ja, jetzt kann es eigentlich egal sein. Wie gesagt, die wird uns schon nicht erledigen, wenn ich bitten darf. Und ich darf einiges bitten.
So. Ah, schon wieder die Queen. Achso, ich kann jetzt mittlerweile das Pokémon austauschen. So, Item nehmen. Tausch mit. Ja, wen hole ich jetzt nach vorne? Eigentlich Ampharos, weil meine Strategie ist jetzt quasi, dass wir mit Ampharos immer so ein Pokémon haben, das paralysieren kann. Und Paralyse geht ja nicht weg. Das ist der große Vorteil. Deswegen sage ich ja, Elektro-Pokémon ist eigentlich fast schon Pflicht. So. Ich würde sagen, wir speichern mal zwischenzeitlich ab, wenn ich das nicht schon getan habe. Ja, sind wir offiziell schon über 20 Stunden. Und 32 Krypto-Pokémon haben wir gefangen. So, was ist hier? Oh, sie macht Überstunden. Puh. KP Plus, sehr gut, kann man auch wieder verkaufen. Ich denke immer nur ans Verkaufen, Kaufen, Kaufen. Gott. So, sie sind aus mit irgendeinem Krypto-Pokémon. Palim Palim als Psycho, aber es ist halt mehr nicht stark genug. Ich mag eigentlich Palim Palim. Eins meiner Lieblings-Pokémon aus der dritten Generation. Wollte ich wahrscheinlich auch nur wegen dem Anime. Okay, aber hier können wir es auf jeden Fall schon mal nicht fangen. Ja, also Donnerwelle ist auf jeden Fall das, mit dem man paralysieren kann. Das ist schon mal klar. So. Meine Strategie dürfte klar sein. Oder auch nicht. Zu einem Wassertypen. And I love to hear that. Hear that. So. Schon wieder Aufruhr. So, ich hoffe, der Donnerschock macht's komplett weg. Ich hoffe, die Strategie geht so halbwegs auf. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Es ist halt Elektrotyp, aber wir kriegen es trotzdem irgendwann weg. Palim Palim verabschiedet sich schon mal. Hat es sich auspalimt. Ach, Noctu. Nicht gerade das unsympathischste Pokémon. Überlebt knapp. Dafür ist Kecleon weg. Ich habe schon gedacht, es kommt das Krypto-Pokémon. Nein, das ist es auch nicht. Wow. Chill mal. Gut, hat sich aber dafür selbst Schaden zugefügt, auch wenn es recht überschaubar bleibt. Ja. Wir machen es andersrum. Ich hoffe, die Attacke kommt noch durch. Ja, die Attacken kommen auf jeden Fall durch. Ja, für den Fall, dass Sejong halt das Zeitliche segnet. Hat aber nicht ganz fürs Level gereicht und ich glaube, dass, ja, wenn die Attacke nicht auf Ampharos geht und sie geht leider nicht auf Ampharos, dann ist das schade. Es ist wirklich traurig. Und es macht mich auch traurig. So, dann, ja, Magnarien mal. Magnarien gegen Magnarien. Ah, Vorsicht. Doch, so kann man es machen. Ist nur noch ein einziges Pokémon, also daher. Soll es mir doch egal sein.
nach nicht Schönes überbewertet. So. Dann. Gehen wir jetzt mal zu den Items und Beleber. Wir haben sogar schon den Top-Beleber. Das will ich jetzt nicht zwingend loswerden. Sagt, ich könnte auch den ganzen Weg zurücklaufen. Wo haben wir denn unsere tollen Hypertränke? Ja, davon haben wir sogar auch immerhin schon 12. Ja, das wird wahrscheinlich unser letzter Trainer sein, den wir in diesem Part bearbeiten. Ich hoffe doch mit Pokémon, die man gut besiegen kann. Vulnona, das ist schon mal nicht schlecht. Er ist natürlich ein etwas stärkeres Feuer-Pokémon. Also darf man nicht unterschätzen. So, und leider Gottes hier auch wieder mal kein Krypto-Alarm. Ja, Ruckzuckhieb. Ruckzuckhieb kommt immer zuerst. Und ja, Statik finde ich auch eine sehr, sehr coole Fähigkeit. In den meisten Fällen. Okay, Azumarill, auch gut. So. Gut, dann entspanne ich mich mal, lehne mich zurück. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja, und es überlebt leider. Okay, und das ist hier unser Krypto-Pokémon. Our prize for this day. Auf den wir uns noch nicht voll und ganz konzentrieren können. Oh Gott. Puh. Also ich glaube, Tangolos gab es leider noch nicht. Was gab es denn dann bei Tangela? War das ein Standalone-Pokémon? Oh Gott. Oh Gott. Wir können nicht fliehen. There's no escape. Kryptodunst. Wow. Okay, dann weiß ich jetzt schon mal, was ich zu tun habe. So, Ampharos, du machst mal schön Donnerwelle aufs Metbo. Und Tangela können wir ja mit dem Body Slam nochmal angreifen. Oder? Ja, machen wir mal. Ich meine, wenn ich jetzt hier Tangela nicht fange, meine Güte, was. Dann will ich nicht mehr. Dann will ich einfach nicht mehr.
und hab, dann habe ich einfach fertig. So, Sonnenlicht lässt schon mal nach, das ist gut. Und dann machen wir dasselbe nochmal bei Tangela. Und Smetbo fangen wir mit einem Superball, der hoffentlich nicht abgestoßen wird. Meine Erwartungshaltung ist da relativ hoch. Ach Mensch. Ja, das Problem ist, unsere Pokémon sind vielleicht etwas zu stark mittlerweile für dieses ganze Krypto-Dings. Na, was will man nämlich davon halten? Ja, machen wir halt wieder einen Hyperball. Und das sollten sie doch eigentlich fressen. So, Smetbo und hier Sejong. Ja, rufen wir einfach nur. Ich meine, selbst wenn wir jetzt zweimal Hyperball für das Ding opfern, also das ist mir das jetzt auch wert. Mensch! Da paralysieren wir es schon und dann reicht es immer noch nicht aus. Ja. Also roter Bereich ist dann vielleicht doch etwas förderlicher. Wieder mal ein Superball, vielleicht diesmal auf Tangela, ja, auf Tangela Merkel. Gott sei Dank. Und dann versuchen wir es einfach nochmal mit einem Hyperball. Warum denn auch nicht? Was kann schon schief gehen? Sehr schön. Kann ich den Part endlich beenden. So, alles weggefangen. Du stehst ohne gar nichts da. Und du stehst mit gar nichts da. So ist es logisch. Das ist die logische Konsequenz. Und die logische Konsequenz dieses überlangen Parts ist, dass dieser überlange Part jetzt auch sein Ende findet. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haltet die Unstaffel, denkt daran, Freundschaft ist Magie.